die beste Rekrutierungsmesse. 1000, 6000 Besucher. Wir haben diesem Projekt einen Preis verliehen, weil es an die Zukunft von Deutschland denkt. Für mich ist klar, dass die Zeit noch nie so gut war für Frauen wie heute. Ich denke natürlich auch, das tolle Angebot der Referentinnen und Referenten an diesem Tag so besonders machen. Mein Fazit für den Tag ist, dass ich sehr zufrieden bin mit den Ergebnissen der Women Work. Ich bin hoch erfreut eigentlich, dass so viele interessierte Mütter kamen und sich informiert haben und ganz einfach das Produkt Löwenmuttercoach und Familiengründe angenommen haben. Die Präsenz ist einfach da, die Firmen, die Beratung. Also man hat bis jetzt guten Kontakt gehabt. Ich hatte auch ein paar sehr gute Gespräche. Und ich sah jetzt so zufrieden aus, weil sich etwas völlig Unerwartetes auch ergeben hat. Die Frauen, die wir bisher gesprochen haben, sind alle sehr zufrieden und begeistert von dem Format. Die Mentoren nehmen vor allem mit, dass es eine sehr schöne Erfahrung ist, Dinge weitergeben zu können und zu sehen, wie weit sie schon sind. Und die Mentees nehmen natürlich diese unheimliche Bandbreite mit an Themen und an spannenden Frauen, die sie gesprochen haben. Für Aussteller ist es eine sehr gute Sache. Also alle Zielgruppen sind vertreten, Studenten, Absolventen, aber auch vor allem Professionals und Führungskräfte. Also natürlich ist die Lokalität hier wunderschön, es ist gut geeignet und insgesamt ist es hell, freundlich und ich habe auch den Eindruck, dass sich die Besucher auch wohlfühlen, auch die Messeaussteller sich wohlfühlen. Rund. Ich würde die Messe auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es wirklich hier so ein bisschen come together, who is who is und man kriegt ganz viele wertvolle Kontakte. Zunächst mal ist ganz klar, dass hier viele Begegnungen stattfinden können, die jetzt in dieser Dichte einfach sonst nicht möglich wären. Darüber hinaus bin ich aber auch davon überzeugt, dass es einfach durch die Atmosphäre, die hier ist und durch die Präsenz und die Awareness, die dieses Thema jetzt in der Öffentlichkeit hat, für Frauen, die vielleicht noch zweifeln, ein sehr positives Signal ist und es ist natürlich auch die Chance zu netzwerken und sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun.